Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banuki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier im Studio ist heute der Pujan und der Sashi und wir erzählen euch heute was vom 11. März. Und zwar mit einem Geburtstagskind fangen wir wie üblich an. Ja, genau. Wen haben wir denn als Geburtstagskind an diesem 11. März? Matthias Schweighöfer. Nee, ist aber laut. Ja, echt? Matthias Schweighöfer. Der Matze. So ein bisschen nackig, ne? Alter, wie läuft denn der rum? Ja, Oberkörper frei. Das sieht man wieder, als Schauspieler verdienst du nicht so viel. Ja, hat nichts zu fressen scheinbar. Genau. Was. Ja, genau. Ja, Matthias Schweighöfer, wusstest du, dass der Ossi ist? Ja, macht ja nichts. Der wurde in, warte mal, ich muss mal gucken, in Anklam wurde der 1981 wurde der geboren. Helf mir mal. Anklam? Ja. Ist halt der Ossi. Wie man jemand mit so einer kleinen Frage komplett aus der Bahn bringt. Ja, willst du jetzt wissen, Hammer. Wo das genau ist? Oder nee, was? Nein. Pappelapapp. Ja. Gründungsjahr und sowas. Gründungsjahr von Anklam. Schweighöfer, der hat doch eine ganze Menge gemacht hier. So kein Ohrhase? Nee. Nee, das war Till Schweiger. Das war Till Schweiger. Schweighöfer hat, was hat denn alles gemacht? Erzähl mal. Ah, ja, ganz viel. Ja, zum Beispiel. Hat er gemacht. Herz im Kopf hat er gemacht. Herz im Kopf? Herz im Kopf hat er was gemacht. Was ist denn für ein Quark? Das ist ein Film, Liebesfilm halt. Herz im Kopf. Nee. Und ich glaube doch, er hat bei kein Ohrhase hat er mitgespielt. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ah, doch. Ja? Happy Birthday, ja. Matze. Genau. Till Schweiger, Schweighöfer, wie heißt er? Matthias Schweighöfer. Übrigens, dem bin ich immer begegnet. Ne? Ich war auf einem Konzert. Kannst du dich deshalb so gut an seinen Namen erinnern? Ja, genau. Ich war auf einem Konzert von Silbermond in Berlin. Oh. Ja. Und als ich so rausgehe, so mit den Leuten so insgesamt, ne, sagt plötzlich meine Begleitung so, ja, guck mal dahinter. Ich guck so, Schweighöfer stand so hinter mir, ne? So gelockt, der hat viel längere Haare gehabt. Hat er sich umgehauen so, und du hast gesagt, Dr. King! Und dann, ja, genau. Und dann höre ich nur so, plötzlich, als ich das entdecke, höre ich so aus allen Ecken so, Matthias Schweighöfer, Matthias Schweighöfer, Matthias Schweighöfer. Alle haben sie ihn erkannt, ne? Er ist komplett geflüchtet, ist quer gelaufen, also in dem eigentlichen Gang quer gelaufen, irgendwie über diese Reihen drüber und irgendwo im Backstage-Bereich, die haben ihn durchgelassen und dann war er weg. Also ist geflüchtet, weil er erkannt worden ist. Warum ist er denn zuerst mit den Normalsterblichen unterwegs geworden? Das muss man Matthias fragen. Lieber Matthias, hast du ein kleines Geltungsbedürfnis? Hm? Möchtest du erkannt werden? Möchtest du eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen und das auch jeden Tag spüren? Wenn das so ist, dann melde dich hier bei Herzblatt. Ja. So, weiter geht's. Was ist noch am 11. März 1999 passiert? Was war 99? Ich will es euch sagen. Oscar Lafontaine, damals SPD, heute Linkspartei, tritt von all seinen Ämtern zurück. Also, der war Finanzminister, ne? Der war Finanzminister und es gab ja damals diese Doppelspitze mit Oscar Lafontaine und Gerhard Schröder. Gerhard, ja. Und irgendwann hat Oscar Lafontaine gesagt, okay, nee, ja gut, zwei Alpha-Tiere, weißt du, und einer muss halt den kürzeren machen. Ja. Und der Gerd wurde ja dann auch letztendlich unser Bundeskanzler. Der war aber schon Bundeskanzler. Der war Bundeskanzler und der Lafontaine ist zurückgetreten als Finanzminister. Die hatten schon gewonnen. Aber die hatten beide die Parteispitze inne. Ja, die Parteispitze. Klar. Ja. Ja. Und deshalb haben wir hier euch diese wunderschöne Karikatur mitgebracht. Die SPD, die den Gerd Schröder knutscht und der Oscar Lafontaine als verwunschener Prinz leider nicht. Ja, herzallerliebst diese Zeichnung. Genau. Hast du richtig gut recherchiert. Ja, und am 11. März ist auch der Michail Gorbatschow. Michael. Ja. Nicht Michael. Michail. Michaela. Michail. Michaela war Michail Gorbatschow. Ist also 85 zum Parteichef gewählt worden. Also sehr guter Mann. Zum, hat die Perestroika richtig vorangetrieben. Zum Generalsekretär der Sowjetunion ist er gewählt worden. Genau. Ja. Michail Gorbatschow. Der Kohl und auf der Ami-Seite, welcher Präsident war das? Reagan. Nee, ich glaube nach natürlich. Reagan. Ronald Reagan. Die drei haben die Annäherung Mr. von Mr. Gorbatschow, tear down this wall! Alter, schreit er jetzt so? Warum eigentlich nicht? Hier war es driven in the curve geradeaus. Ja, das habe ich irgendwann mal im Englischkurs gesagt. Ja, Katastrophe. Ja. Auf jeden Fall, der Ronald Reagan hat das gesagt. Okay, gut. Was gibt's noch zum 11. März? Der 11. März ist genauso, und das ist besonders interessant, wie der Freitag, der 13., ein Datum, bei dem sich Verschwörungstheorien irgendwie, also da flippen sammeln, die Theoretiker sozusagen komplett aus, die drehen vollkommen am Rad. Was ist denn da? Die Zahl 11 ist so an so gut wie allem schuld, an allen Katastrophen. Gut, das Schicksal hat da vielleicht ein bisschen die Finger mit drin gehabt, denn
Da ist zum Beispiel Fukushima passiert. Da gab es die Terroranschläge in Madrid, den Amoklauf in Winnenden. All das ist am 11. März passiert und für Verschwörungstheoretiker ist das kein Zufall. Ja? Die Zahl 11 ist schuld. 11 ist böse. Warum? 11 ist die kleinste zweistellige Primzahl. Ja und? Das sagt doch alles. Das sagt mir alles. Aber 3 ist auch eine Primzahl. Das sagt... Also zweistellig meinst du, okay, okay. Boah, ich wollte mal nur mit halbem Hirn zugehört. Ja, sorry. Und sie zählt nämlich um 1 mehr als die 10 Gebote. Boah. Naja, dann ist ja richtig Polen offen, ne? Also, liebe Verschwörungstheoretiker, wir sind voll auf eurer Seite. Wir können das komplett nachvollziehen. Naja, 11. Und hier vor allem 11. März. Wann habt ihr das letzte Mal 11 Eier in einem Eierkarton gesehen? Noch nie. Da steckt auch was dahinter. Ja. Oder habt ihr schon mal 11 Finger gehabt? Es gibt Menschen mit 11 Fingern. Also möchten wir jetzt nicht ausgrenzen. Wie viele Leute gucken jetzt zu mit 11 Fingern? Die an Verschwörungstheorien glauben. Ich sag mal nicht mehr als 30%. Nee, weniger. Da lege ich seine Hand ins Feuer für. Ja, genau. Genau. Das war's wieder. Eine weitere Folge von Schoki Banuki Daily. Unnützes Wissen für euren Tag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Schoki Banuki Daily. Cheerio, Miss Sophie.